In Einzelteil wird Anfang Mai ein neues Bestrahlungsgerät für Tumorpatienten im Kantonsspital Graubünden angeliefert. Eine riesige logistische Herausforderung, die auch dank der monatelangen Planung und Vorbereitung vom Mediziningenieur Paul Gross bis jetzt alles reibungslos läuft. Also da jetzt Teil, die sind 4,5 Tonnen schwer und andere sind dann 2 Tonnen schwer. Das sollte man im Raum drinnen dann zusammenschrauben. Die ganze Installation wird etwa sich 2 Monate gehen und der erste Patient wird Anfang Juli ist geplant, dass der kommt. Ja. Das Gerät kommt in einen Raum, wo früher schon einmal ein Bestrahlungsgerät gestanden ist. Weil die Bestrahlungsleistung des neuen Geräts aber höher und damit auch die Wirksamkeit der Behandlung besser ist, sind diverse bauliche Massnahmen notwendig gewesen. Das, damit einerseits die Patientinnen und Patienten, aber auch das Personal genügend vor der Strahlenbelastung geschützt sind. Und darum hat man müssen auch vor allem Bleiabschirmungen machen, verstärken. Es ist also fast 30 Tonnen Blei noch verbaut worden. Nicht unbedingt in dem Raum, weil der ist dann zu klein geworden, sondern in den Nebenräumen. Obendrauf und nebendran auch. Also ganze Bleiwände haben wir da müssen und die Böden haben wir müssen mit Blei versehen. Auch der Daniel Zwahlen, Chefarzt von Radio-Onkologie im Kantonsspital Graubünden, beobachtet die Anlieferung des neuen Bestrahlungsgeräts gespannt. Das war sicher ein grosser Moment, wo wir jetzt über mehrere Jahre darauf hingeschafft haben, dass wir eigentlich die neue Technologie auch noch nach Chur bringen können, ins Bündnerland und in die Region von der Südostschweiz, damit wir wirklich modernste Tumortherapien anbieten können. Das ist sicher ein grosser Tag für uns heute. Eine letzte Herausforderung bei der Anlieferung ist der Transport von einem grossen Einzelteil an einen definitiven Standort ins Gebäude innen. Das nächste ist jetzt mal der Aufbau. Das sind ja ein Haufen Einzelteile, die jetzt zusammengesetzt werden müssen. Und sobald die Maschine dann mal steht und alles funktioniert, ist eigentlich dann Medizinphysik, wo die Maschine in Betrieb nimmt, Messungen macht, einmisst, kalibriert, dass eigentlich dann wirklich die Maschine das liefert, was sie muss. Und dass auch die Dosisleistung und überhaupt die Strahlung so stimmt, wie wir das gerne haben und auch wie das vom Gesetz her vorgeschrieben ist. Dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Normen eingehalten werden können, dafür ist unter anderem der Strahlenphysiker Karl Rittmann verantwortlich. Sie sehen hier im Hintergrund unser neues Bestrahlungsgerät und davor aufgebaut diesen großen Würfel. Das ist das sogenannte Wasserphantom, eine Messvorrichtung, mit der man dreidimensionale Dosisverteilungen aufnehmen kann. Diese Dosisverteilungen dienen dann als Grundlage zur Bestrahlung der eigentlichen Therapien bei den Patientinnen und Patienten. Dass man die Tests nicht am Mensch durchführen kann, versteht sich von selber. Mit dem sogenannten Wasserphantom kommt man aber sehr nah an die Realität her, weil der Mensch auch zum grossen Teil aus Wasser besteht. Das Gewebe besteht zu einem großen Teil auch aus Wasser und man hat da schon eigentlich sehr nahe die Verhältnisse, eigentlich, wie sie auch im Patienten sind. Mitte Juli ist es dann soweit. Rund 2,5 Monate nach der Anlieferung des Geräts werden die ersten Patienten behandelt. Jetzt ist eigentlich das eintreten, was wir alle erhofft haben, dass es eben genau termingerecht jetzt gelaufen ist und dass wir jetzt eben können auf den Termin, wo wir geplant haben, die ersten Patienten behandeln, ohne Problem. Das Gerät hat funktioniert, das hat alles soweit geklappt. Im Einsatz steht das Gerät bei Tumorpatienten. Höhere Genauigkeit beim Bestrahlen, dank einer Bildgebung direkt während der Therapie, ist laut dem Dr. Zwahlen der Hauptvorteil des neuen Geräts. Ich denke da speziell an die sogenannte Hochpräzisionsbestrahlungen, also wo man eben kleine Tumore, sei es im Hirn zum Beispiel oder in der Lunge, kann jetzt eben sehr präzise bestrahlen. Bisher hat man für eine solche Behandlung nach Zürich, Bern oder St. Gallen müssen. Dank dem neuen Gerät erspart man den Patientinnen und Patienten also auch lange Anfahrtswege und kann hochspezialisierte Behandlungen neu auch zu Chur durchführen.